Was war letztes Mal passiert? Wir fanden uns noch an unserer Lagerstelle wieder, nachdem wir den Angriff der Krabbenmensch-Chimären abgewehrt hatten. Es gab einige Verarztungen durchzuführen, was dann auch mehr oder minder gut geschah. Dann rasteten wir erst noch einmal für die Nacht und stellten dann am nächsten Morgen und innerhalb der nächsten Tage auch fest, dass sich wohl unsere Reise durch den Sumpf eine Krankheit ausgebreitet hatte. Das war der blutige Rotz, wenn ich mich recht erinnere. Die unter der Mannschaft ziemlich schnell um sich griff und auch den Leuten, die erst noch widerstanden hatten, relativ schnell zusetzte, weil man sie euch einfach nicht gut von den Infizierten trennen konnte, ohne den Marsch der Gruppe zu behindern. Glücklicherweise verlief der nächste Abschnitt unserer Reise durch die Maraskan-Kette dann relativ ruhig, sodass wir uns ohne größere Probleme oder Schäden von dieser Krankheit auskurieren konnten. Und uns auf den Weg in Richtung der Mine machten, durch den Berg hin, ja, durch die Maraskan-Kette hindurch. Wir gelangten dann auch in der Nähe unseres Zielortes an, wo wir auf eine Gruppe maraskanischer Freischärler trafen, die sich die Schönheit der Maraske nannte. Die beobachteten diese Mine wohl schon seit einer ganzen Weile und hatten auch mehrere Angriffe gegen diese organisiert, die aber jedes Mal scheiterten und zurückgeschlagen wurden. Von der Schönheit der Maraske und Sindijian, ihre Anführerin, ihrem Anführer, ich weiß es gerade nicht genau, konnten wir dann auch Der wichtige Typ mit dem Bart. Informationen über die Organisation und den Aufbau der Anlage erfahren, sodass wir uns dort hinaus einen besseren Angriffsplan erstellen konnten und diesen hoffentlich dann auch gut geplant durchziehen können. So sitzen wir jetzt im Lager der Schönheit der Maraske und ruhen uns erstmal aus und harren der Dinge, die da kommen. Gut, irgendwelche Ergänzungen? Rodrigo wurde von Rashika gebissen. Seitdem ein bisschen zurückgehaltener. Er war damals hatte Beef mit Podro und wurde von dem in einem klärenden Faustkampf ja nicht vermöbelt, aber besiegt. Und Brindijan hat daraus von einer magischen Begabung erzählt, was der erstmal sehr ja, als Witz aufgefasst hat. Gut. Dann ein paar Worte der Warnung. Sagt das immer so schön. Mein Aventurien ist hart und es gibt halt auch Konsequenzen, wenn Helden handeln. Ich finde das immer ein bisschen übertrieben, wie er dann halt Leute umbringt, aber in diesem Fall haben wir es mit Belhal-Har geweihten Paktierern zu tun. Nicht alle, aber das wird jetzt neben Belharion, der als Solo-Play mal angeboten wurde, werden das eure ersten Paktierer werden, die auch Paktgeschenke haben. Die Charybdoroth-Piraten damals waren keine Paktierer, das waren einfach nur irgendwelche Dösbaddel und die haben auch keine Sonderfertigkeiten gehabt. Also, heute können Schicksalspunkte verbrannt werden, das möchte ich schon mal sagen. Und wer dumme Dinge tut, der aktiviert auch nicht seinen Schutzgeist. Ja, Schutzgeist ist unverschuldet, wenn ihr meint, ihr müsst in den Kampf gegen einen Paktierer stürzen, dann ist das eure eigene Schuld. Wenn ihr flieht und einen Pfeil in den Rücken bekommt, dann ist das ein Schutzgeist. Also da nur, dass ihr euch klar werdet. Seid mir nicht böse, wenn es soweit sein sollte. Daru weiß, wie es ist. Ihm hat Spaß gemacht mit seinem Schippi verbrennen. Auf dem Spiel, also was ihr verdienen könnt, sind 11,5 Stein in Durium. Und wer sich ein bisschen mit dem Metall auskennt, weiß, der das, also wer sich damit auskennt, der weiß, dass das unglaublich viel ist. Und das, also die Rechnung für einen Stein in Durium hatte ich ja schon mal reingetan. Aber die mehreren hunderttausend Dukaten, die schenke ich euch nicht einfach so. Die müssen erarbeitet werden und dementsprechend wird das knallhart. In der Mine warten Encounter aus der Blutigen See. Die gab es schon zu G7-Zeiten und die wird's, also das sind quasi Semi-Boss-Gegner der Blutigen See. Einige haben davon Plot-Immunität, einige, aber nicht alle, weil ich die später noch benutzen will.
Wie gesagt, der Kampf ist vielleicht nicht immer die Lösung, aber ich habe euch ja auf alle Fälle dann auch eine Alternative angeboten. Dafür brauche ich allerdings Schicksalspunkte. Und zwar 2 Stück, um das Event zu triggern, und weitere 2 für eine Option Zant sind weg. Ob ihr das machen wollt, könnt ihr euch jetzt gerne mal abstimmen. Ihr habt 5 Schicksalspunkte in einem Pool. Also die Schicksalspunkte werden heute gepoolt, das heißt, jeder kann sie irgendwie benutzen. Und wie gesagt, sie können halt auch verbrannt werden. Auch wenn sie schon ausgegeben worden sind. So, wir haben aktuell 5 Schicksalspunkte. Möchtet ihr 2 ausgeben für die Karawane, die dann von A nach B zieht, von Tutsak in die Mine? Da waren wir uns ja relativ einig, oder? Ich glaube, das Möchte machen schon, wir. ich habe nur keinen, den ich auf ihn in den Ring werfen kann. Gut, ich glaube nämlich auch, das wurde so verstanden, Ja, dass da definitiv. Kasim und Rodrigo ihre beiden Chippies geben wollten. Das heißt, es bleiben 3 Schicksalspunkte übrig. 2 weitere könnt ihr benutzen, um auch die Zans zu eliminieren, dass die schon einmal gerufen worden sind in dem Kampf und die nicht noch einmal gerufen werden können. Also Ja, ich also ich glaube, glaube, je je nachdem, wie nachdem die wie. Sache aussieht, werden wir mit 2 Zahns fertig. Aber nagelt mich darauf nicht fest. Ja, ihr dürft den Feuer-Djinn nicht vergessen. Also mit dem zusammen schaffen wir 2 Zans, denke ich. Einen würde ich auch aus dem Kampf nehmen können, vermutlich. Ja, stimmt. Wenn du einen exorzieren kannst. Ja, nicht exorzieren, nur in den Bannkreis stecken. Okay, was für Vorbereitungen musst du dafür treffen? Ich muss das Zeichen malen, also ich muss ungefähr wissen, wann die kommen. Das Zeichen hält ein paar Tage, also da habe ich schon Luft. Und ja, also das sollte eigentlich schon klappen, das sollte relativ sicher klappen. Also ich sehe laut Kannst Regelwerk, du wenn das das Zeichen Zeichen nicht, nicht? wenn das Zeichen falsch gemalt ist, dann kannst du dann neu malen. Das dauert halt lange, aber wenn wir genug Zeit haben, geht das. Okay, also das heißt, du malst das Zeichen jetzt hier auf irgendwie ein größeres Holzbrett. Wir schleppen das Holzbrett irgendwo in die Bäume und dann funktioniert das oder liegt das irgendwo auf dem Boden? Also entweder auf dem Holzbrett oder irgendwie neben der Straße einfach in den Boden zeichnen. Das ist keine Straße. Genau, ich dachte, die gehen doch jetzt hier die landeinwärts direkt. Ja, aber die werden ja irgendeinen Weg kommen, wo sie mit einem Karren langkommen müssen, oder? Ja, genau, der ist irgendwie wahrscheinlich so halbwegs zugänglich, dass man da im Karren irgendwie durchkommen wird oder so. Genau, wir haben doch jetzt sozusagen die ersten 2 Chemis gepoolt für die Informationen über die Karawane. Ja, Moment. Also Wir. ihr bekommt den Schreck, den ihr dann angreifen könnt, genau. Das wird's werden. Das hier ist ein Moment. Das hier ist ein kleiner Bach, ein Fluss, über den sie rüber müssen. Und ihr wisst nicht genau, wo sie rüberkommen, aber sie kommen auf alle Fälle von hier unten und müssen hier oben hin. Und wenn da halt nur ein Holzbrett rumliegt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da rüberfahren. Nee, das nicht. Das Holzbrett soll ja sozusagen außerhalb am besten ihrer direkten Sicht sein. Denn, also jetzt Outtime gesagt, das ist ja, die brauchen ja nur einen Schlag auf das Holzbrett zu machen mit einem, also ein guter Kämpfer, und ich denke mal, die werden auch nicht nur unerfahrene Kämpfer dabei haben, wird einen guten Schlag brauchen, das Holzbrett ist zerstört und damit ist der Bannkreis zerstört. Wenn du das auf den Boden zeichnest, braucht ja nur einer mit der Stiefelhacke durch den Bannkreis zu gehen, und dann ist das Biest wieder frei. Ja, das stimmt, das ist das Problem dabei. Also Könnt ihr natürlich. Bannkreise sind natürlich, also jetzt hier, ich meine, das kannst du uns sagen ja als, also Ingame, sind ja total störanfällig, und ich gehe davon aus, dass wenn dann so ein Viech in den Bannkreis gezogen wird, das irgendwie so eine Art Trichter oder sowas macht und wahrscheinlich einen visuellen Effekt hat, wohin das Viech gesogen wird. Wenn die Leute, die jetzt hier sozusagen erfahrene Kämpfer sind und vielleicht sogar sich mit Dämonen mal sowas ausgekannt haben, weil sie auch an so einer scheiß Dämonenschlacht teilgenommen haben, aber sich auf die Seite von Hafax eben geschlagen haben, dann wissen die, ah, in diese Richtung ist der Zand gezogen worden, das ist jetzt hier ein Bannkreis. Wenn wir den freimachen, haben wir wieder bessere Karten. Ich weiß nicht genau, ob sie so schlau sind, aber davon könnten wir vielleicht erstmal ausgehen im Worst-Case-Szenario. Deswegen, wenn das Ding irgendwie erstmal so in, sagen wir mal, 3 Metern Höhe irgendwie angebracht wäre, wo man, oder in 3,5 Meter Höhe angebracht wäre, wo keiner rankommt, reicht dann die Reichweite von unserem Brett noch? Die Reichweite reicht auf jeden Fall. Das sind ungefähr 9 Schritt, sind es, glaube ich. Ich glaube, RKW. Was ist das hier? 10 zu 1 in Metern? Ja, 1 zu Meter. 1, glaube ich. Also
Das sind ungefähr dann 70 Meter Breite, 60 Meter Breite, richtig? Ja, genau. Und ein, ja, 6 bis 7 Meter breiter Fluss circa. Entsprechend der Natur von Zanz kann man aber auch versuchen, die Zanz in das Gebiet hineinzulocken, weil 18 Meter Durchmesser sind jetzt nicht schlecht. Mhm. Und wenn der Zanz reingesogen ist, können wir im Notfall immer noch das Brett beschützen. Eben, vor allem verschwindet der dann erstmal irgendwo im Dschungel, wenn der da reingezogen wird, dann sieht man den wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr. Meine, wir sind ja nicht alleine, wir haben ja noch einen Batzen Maraskaner dabei. Eben. Wenn der eine Zahn zu viel ist, dann kann ich immer noch auf das Schalgaturknöpfchen drücken. Okay, ich glaube, dass du sowieso sofort auf das Schalgaturknöpfchen drücken solltest. Wie lange hält Schalgatur denn noch in dem Stab? Nur bis zu der Karawane? Er hält so lange, wie ich 1W6 LEP pro Tag bezahle. Das ist der neue Deal, den ich mit ihm gemacht habe. Also sollten wir uns eher ranhalten. Eben. Ja. Eben. Aber ich habe... Also, das kann ich euch auch verraten. Dieses Event wird morgen triggern. Das heißt, ich lasse euch jetzt einmal regenerieren. Kasim bekommt jetzt noch einmal Schaden von Schalgatur und dann wird er unter euch entlang rumpeln. Also nicht direkt unter euch, sondern in diesem Gebiet und ihr werdet dann gewarnt und könnt dann halt losmarschieren. Ich nehme an, dass das hier alles hohe Bäume sind. Also, typische Bäume. Also ihr könnt euch quasi halt irgendwie überall verstecken. Aber ja, ich habe jetzt nicht irgendwie da noch mehr Bäume draufgezogen. Das soll jetzt erstmal nur diese Ränder hier ein bisschen verdecken, so meine Idee. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus, weil, naja, ihr könnt es halt hier auch sehen, dass dann ein halber Baum fehlt. Na gut, Peng. Also ihr könnt euch halt verstecken, die anderen haben halt eine Wahrnehmung und irgendwann werdet ihr halt entdeckt oder eben auch nicht. Ich würde dann am Tag, bevor das passiert, noch den Objektsägen auf 10 Waffen von uns sprechen. Ne, erstmal müssen wir uns entscheiden, ob wir die Schibis einsetzen. Das heißt, wir reden jetzt gerade ja darüber, was wir glauben, wie die Situation ist, ob wir die zwei Schibis einsetzen wollen, damit die Zanz weg sind oder nicht. Also, wir sind uns einig darauf, dass wir uns darauf verlassen, dass Schalgatur und Dings reichen, dass wir die Zanz sozusagen besiegen, dass wir lieber zwei Schibis im Pool mehr lassen. Also müsst ihr euch halt überlegen, wollt ihr noch ein Chippy im Pool haben oder wollt ihr drei Chippys im Pool haben? Meint ihr, dass es zwei Chippys wert sind, dass ihr zwei Zans auch noch habt, die euch entgegenstürmen? Kommt drauf an, wie oft ihr patzen. Also ich würde fast schätzen, oder ich weiß nicht, ob du es uns schon gesagt hast, dass in dem Lager, wo die Paktierer sind, dass wir dort durchaus auch noch auf dem Mond treffen könnten. Ganz, ganz sicher, ja. Ja, der ideelle Plan ist ja, dass wir die Sache mit der Karawane durchziehen, um im Lager dann nicht mehr kämpfen zu müssen. Genau darum geht's. Okay. Ich denke, wir können mit zwei Zans gut fertig werden, je nachdem, wie viele sonstige Wachen darum rennen. Haben okay, wir da einen Raum bezahlt zu. Okay, spielen wir einmal ganz kurz die Situation durch. Wir geben keine zwei Dings aus. Der eine Zant wird sofort in den Dings reingebannt, der andere Zant wird von Schalgatur beballert. Wenn der Zant sich also nicht um Schalgatur versucht zuerst zu kümmern, um ihn zu zerlegen, wird Schalgatur ihn sonst zerlegen. Das ist ganz klar, weil die sich ja ganz gut Schaden gegenseitig machen können. Das heißt, die beiden werden erstmal mindestens ein, zwei Kampfrunden gegeneinander kämpfen. In der Zeit kämpfen wir gegen die Wachen. Wir wissen nicht genau, wie viele es sind, aber es werden nicht so wenig sein und die werden die werden wahrscheinlich ziemlich fähig sein. Das heißt, wenn Schalgatur den Kampf verliert, werden wir noch immer wahrscheinlich gegen die Wachen kämpfen, ganz realistisch. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Leute bei so einem Trek dabei sind. Frosty, haben wir da so eine ungefähre Zahl mal jemals gehört, wie viele Leute bei so einem Trek dabei waren? Hab ich auch gerade gefragt. Naja, also eine genaue Zahl gebe ich euch nicht, aber die müssen von der Mine nach Tuzak und wieder zurück. Die haben vielleicht nicht so sehr viele Probleme mit der Fauna oder Flora, aber also irgendwelche Tiere sind halt immer da. Und ob das jetzt irgendwelche gefährlichen Stechmücken sind oder Parder oder Stachelschweine, ich meine, ihr kennt die Gefahren. Die habe ich euch jetzt erzählt und dementsprechend werden die da nicht zwei Leute mitschicken. Die werden auch nicht vier Leute mitschicken, gerade wenn die halt Endurium von A nach B bringen müssen oder wenn die halt viele Waren einkaufen müssen. Berechnen wir mal mit 30. So, was haben wir? Wir haben 24 Maraskaner. Wir haben... Ja, wie viele Leute haben wir von der Schiffsbesatzung? 10? Ja, dann müssen wir jetzt mal da aussortieren von dieser Schiffsbesatzung, wer denn alles kämpfen kann. Okay, wie viele davon können kämpfen? 5? 6? Abzüglich uns? Wir waren Potro und Dynar. Auf jeden Fall Potro und Dynar.
Weil ansonsten können wir die Maraskaner und die Schiffsbesatzung erstmal gegen die Wachen schicken und bleiben hinten, um Schalgatur gegen den Zanz zu unterstützen. Oder die Zanz. Können wir auch oder einen Schippi ausgeben, um einen Zanz zu verbrauchen? Was mit den Vollmatrosen? Würden die gerne kämpfen? Die würden kämpfen. Ja, doch, also sie sind mitgekommen und das ist ja eine freiwillige, das ist ja freiwillig. Die würden mitkämpfen, aber wirklich gut sind die halt nicht, ne? Gut. Sie reichen halt nur den nahen Patrouille die Flanken zu decken. Ja, ich ziehe doch gerade ganz kurz mal die Kämpfer raus. Weil ich davon ausgehe, dass Oscar de Leise auch nicht mitkämpfen will. Kann auch vermutlich gar nicht kämpfen. Ja, vielleicht könnte er kämpfen, aber er ist ja schließlich zum NPC geworden. Myria wird wahrscheinlich auch kämpfen müssen. Myria bleibt irgendwo bei Geron und nimmt sich einen Bogen, glaube ich. Ist die echt gut genug? Schau mal bitte auf ihre Werte, denn du wirst sie mit ihren Werten spielen müssen. Gut genug ist sie nicht, deswegen bleibt sie ja schön hinten bei Geron. Ernsthaft? Also du willst jetzt sagen, okay, jetzt wo es an die Hartkämpfe geht, da bist du nur knapp hin, da kämpfst du nicht mit, das ist deine Aussage? Ich will ihr sagen, du hast schon ein gebrochenes, ein angeknackstes Bein, halte ich im bedeckt. Also ich glaube auch nicht, dass jeder topische Knappe gegen Paktira kämpfen muss oder gegen Zanz. Das ist nicht Teil der Ausbildung. Kommt auch noch dazu. Gut, bei Räubern wäre das Räuber muss auch in einem Stück nach Hause kommen, weißt du? Wattebäuschen sollten wir zuwerfen, Wattebäuschen. Gehen wir mal ein bisschen abseits. Sie ist ja schließlich keine Kämpferin. Sie ist ja nur Knappin. Ich sehe das gerade nicht. Ziehen wir irgendwo die Figuren hin und her, die mit der. Also okay. Ich sehe es. Die Kämpfer werden gerade nach rechts gezogen, die anderen nach links. Kann man nicht auch Borkwurm dann zugehört oder kann der kämpfen? Borkwurm? Ja. Wenn ihr wollt, dass er kämpft, dann kämpft er auch, aber ansonsten also würde er nur sägen. Genau, also eigentlich ist der Mann so überflüssig, ich will ihn eigentlich am liebsten mitkämpfen lassen, weil bisher kann der zwar sägen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Heiler kann ich ihn nicht ernst nehmen. Ja, dann lass ihn halt kämpfen. Sei froh, dass die Abbindung von dem Gift an deinem Arm funktioniert hatte, sonst hätte er den nämlich absägen müssen. Und ja genau, er ist einfach überflüssig. Jeder Dip kann eine Säge schwingen, der Mann tut nee, das sehe ich nicht so, weil der kann gut Holz verarbeiten und wenn wir uns etwas improvisieren müssen bei unserer Rückreise, wird er, glaube ich, sehr wichtig werden. Also jemandem was abzusägen, ohne ihn dabei umzubringen, ist etwas mehr als einfach nur eine Säge zu schwingen. Erfahrung. Ja. Dann haben wir jetzt sozusagen zwei Fernkämpfer und da haben wir aber einen halbguten Kämpfer weniger als hinterher eine Leiche mehr. Geron war auch unheimlich gut mit dem Bogen, ne? Geron hat den zweiten Echsenbogen bekommen, ja. Genau, den hat er ja leihweise von mir. Genau, das ist. Das ist nicht deiner, der wurde ausgegeben, weil Daru frachte, die gehören eigentlich Daru. Beziehungsweise nenn dich mal bitte um an Jalan. Ja, sorry, ich vergesse es jede Woche wieder. Was? Also, die Folge höre ich mir gerne nochmal an, ob die wirklich Daru gehören, das wurde so nie gesagt. Naja, er ist hingegangen und hat gesagt, ich würde ganz gerne welche haben und darauf wurde dann später gesagt, alles klar, hier sind die Bogen. Und ich weiß, ich hatte den zweiten Geron gegeben, weil er ja der Schütze war. Also, Rodrigo hat ihn erst genommen und dann hat er ihn weitergegeben, weil er selber nichts kann. Aber ich habe nie gesagt, dass das dein Bogen ist. Klären wir dann am Ende. Er muss sowieso erstmal die Rückreise überleben, also der Bogen. Also wie gesagt, also wir haben zwei Bogenschützen und 8 Kämpfer aus unseren Reihen, 24 Maraskaner. Ja. Okay, ich gebe euch mal die Sonderfertigkeiten, Steuerung F, mit denen ihr jetzt herumlaufen könnt. Maraskaner, und zwar jeder hat 4 Stück, macht 4 mal 6 sind dementsprechend dann 24. Spezialitäten von Rodrigos Maraskanern, die haben einfach mehr Leben. Die Maraskaner von Ephadaios machen Schaden gegen Dämonen, und zwar den normalen Schaden. Die Maraskaner von Kasim haben Fernkampf, das heißt, sie können auf 20 Meter ihre Disken benutzen. Die von Brendigian haben 2 Aktionen, alle anderen haben nur eine Aktion, entweder Attacke oder Parade in diesem abstrakten System. Die von Yalan haben einen Punkt mehr Rüstung,
Und die von Wascher haben mehr Schaden, den sie machen. Das ist so ein kleines abstraktes System, das ich mir ausgedacht habe, weil wenn wir uns jetzt hier nur mit Attacken und Paraden duellieren und das ein ewiges Hin und Her ist, dann verliere ich irgendwann nach 2 Stunden die Lust. Wir wollen ja heute noch was schaffen und deswegen habe ich denen nur eine Parade oder eine Aktion zugestanden. Ausnahme da Brindigian. Und was konnten Jalans? Die haben mehr Rüstungsschutz oder was? Jalans haben mehr Rüstung, genau. Haben die auch Schilde, oder? Die haben dann quasi Hartholzharnische, einfach mehr Rüstung, fertig. Ich finde die Bilder, die du ausgesucht hast, ja schon ein bisschen süß. Gerade das Belfadaios. Genau, der normale Schaden, wenn ihr mit eurer Attacke auf die 15 trefft, ist 1W6 plus 5. Wenn ihr finden oder Wucht schlagen wollt, könnt ihr das halt alle machen. Aber nehmt euch da einfach 15 als Attacke oder als Parade. Könnt ihr euch halt aussuchen, wer was wie macht, aber es sind immer 4 Stück und die könnt ihr nicht trennen. Das ist einfach an der Philosophie der Muakiji Marasna festgelegt. Gut, das so als kleines, abstraktes System. Die könnt ihr dann irgendwie bewegen in eurem Dschungel. Okay, wir haben jetzt noch... Mach du erst mal. Okay. Ich habe den in den Regeln nicht gefunden, wie sich einfach Geweiht bei Waffen auswirkt. Heißt das, sie machen die normalen Waffenschaden, oder? Meines Wissens ja. Dämonen sind normalerweise immer resistent gegen profane Waffen. Und wenn sie halt einfach geweiht sind, dann machen sie normalen Schaden. Und wenn sie dann in diesem Fall Ronda geweiht wären, dann würden sie sogar doppelten Schaden machen. Und was ist dann, wenn sie zweifach geweiht sind? Ah, cool. Ich zieh's einfach mal rein, ich habe das bei mir als Spielhilfe noch drin liegen. Ja, aber das ist ja nicht, das hängt ja nicht mit dem Waffenschaden zusammen. Das ist ja nur, wenn dir irgendjemand, was nicht, seinen Rondra-geweihten Anhänger nimmt und auf die Stirn drückt. Also es gibt ja die Resistenz und es gibt die Immunität gegen profanen Schaden. Und ich glaube, Einfachgeweiht und Zweifachgeweiht, ja, die heben einfach diese Stufen auf. Beziehungsweise wenn man mehr als die Stufen aufheben macht, kommt halt noch Bonusschaden hinzu. Weißt du, wenn du mit einem heiligen Objekt draufklatschst, dann gibt's auf die Fresse. Ich glaube, das, was ich gerade reingezogen habe, ist ziemlich überflüssig. In dem Fall ja, weil es da eher dann um sowas wie Tempel geht. Habe ich doch gesagt. Ja, dann rauslöschen, das dreht sich nicht rum. Nee, aber die Resistenz gegen profanen Schaden ist ja Resistenz gegen profanen Schaden, nicht Resistenz gegen geweihten Schaden. Und wenn du Waffen weißt, machen sie geweihten Schaden. Ja, genau, deswegen sagte ich, also wenn du Waffen weißt, dann sind sie erst einmal geweihte, also dann ist es geweihter Schaden. Und dann machst du den Mond ganz normalen Schaden, ohne dass er halbiert wird. Das ist das, was ich eben sagte. Die Frage ist, ob dann zweifach geweihter Schaden doppelten Schaden machen. Nein. Aber was macht die zweifache Weihe dann? Das ist nur wichtig für die Gegengottheit. Wenn du gegen die Gottheit kämpfst, dann wird aus einer Empfindlichkeit jetzt hier, glaube ich, dann irgendwie so eine Anfälligkeit. Und dann bekommen die mehr Schaden. Aber das müsstet ihr dann nochmal nachlesen, wenn euch das interessiert. Das steht drin bei hier, wie sich jetzt hier eben, wie das bei, also ich müsste bei dem allgemein, bei den Regeln allgemein zu Dämonen stehen. Gut, also so viel jetzt dazu. Dann haben wir das auf einer OT-Ebene geklärt und müssen das IT nicht mehr klären. Alles Weitere werde ich jetzt nicht mehr erklären, es sei denn, es gibt jetzt noch irgendeine Frage, die jetzt geklärt werden muss. Also ich will nur sagen, ich glaube, dass wir die 2 Schiffis ausgeben sollten gegen die Zanz, weil wir unsere Verluste dadurch stark minimieren. Du erwartest also, dass wir die an der Mine noch brauchen? Ich erwarte, dass wir so herbe Verluste, wie wir jetzt dort hinkriegen durch die 2 Suns, eben, und natürlich die Leute, die dazukommen, dass wir die Kräfte dann uns sparen können. Also der Wandkreis kostet Astralenergie, Schalgatur ist auch gut gegen den Karakil. Ja, der kann ja auch, weil es sich ein Feuerstrahl schließen. Schalgatur ist ja vermutlich unsere einzige Maßnahme gegen Karakil. Naja, ich kann auch noch einen Frigofaxius drauf. Ja, aber die Sache ist ja, wenn der Schalgatur... Wir haben so viel LEP, das ist Wurst. Pass auf, in einem Dschungel kann der Karakil-Reiter ja sozusagen nicht über dem Dschungel fliegen und uns verfolgen. Wenn er also unterhalb der Baumhöhe ist, dann ist er in Reichweite von Schalgatur und dann macht Schalgatur hier Feuerstrahle auf den Reiter, nicht auf den Karakil. Und dann wird der Reiter spätestens nach dem ersten Feuerstrahl wahrscheinlich umdrehen wollen.
Ja gut, das ist ein Punkt. Alles klar, gut. Dann habt ihr Schalgatur auch noch für den Kampf in der Mine, falls irgendwas in die Hose geht. Dann ziehe ich euch jetzt weitere zwei Chippies ab und es gibt einen Chippy, der jetzt in diesem Pool liegt. Er kann von irgendjemandem benutzt werden. Es sollten aber auch dann alle damit zufrieden sein. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Lederbearbeitung auf 12, 12, 12, 4 gewürfelt wird, dann müssen damit alle einverstanden sein. Ob ihr damit Patze abfangt, ob ihr damit Schaden neu würfelt, ist es mir herzlich egal. Ihr könnt alles einmal neu würfeln, auch von Gegnern. Aber wie gesagt, einmal und ansonsten gibt es 5 Chippies zum Verbrennen. Ich bin dafür, den nur für lebensrettende Maßnahmen einzusetzen. Mhm. Ich bin auch dafür, aber wir sollten die Situation versuchen, einzeln einzuschätzen, wann es eine lebensrettende Maßnahme ist und wann nicht. Wenn gerade der K-Motiv auf dich zukrittet, solltest du ihn benutzen. Selbst wenn der K-Motiv einfach nur treffen würde, weil du deine Schildparade versaut hast, solltest du auch versuchen, das nachzuwürfen, weil der K-Motiv einfach ein Hammerschlag ist, der dich einfach normalerweise ins Jenseits befördert. Und wir haben keine Rüstung an, also befördert er uns alle ins Jenseits. Also kurze Frage nochmal, habe ich jetzt meinen Schicksalspunkt noch, wenn ich sterbe oder nicht? Ja, also wenn du... Wenn so viel Gerede hier, ich komme nicht so richtig. Gar kein Problem. Also du hast einen Schicksalspunkt im Pool, wo du dann eine normale Probe mit Neuwürfeln dürftest, wenn alle damit einverstanden sind. Danach ist er weg. Den Tod verhindern in dieser Mine können 5 Leute von euch, nicht 6, sondern 5. Wer das ist, ist mir egal. Das heißt, wenn Wascher sich dazu entscheiden sollte, oben zu bleiben und das Ganze von oben zu betrachten, dann wären halt die 5 Leute, die unten im Kessel sind, könnten dann alle ihren Tod verhindern. Wie es dann weitergeht, weiß ich selber nicht. Das kommt auf die Situation an. Aber dann würdet ihr auf alle Fälle diese Situation überleben. Oder ja, ihr müsst euch halt überlegen, wie ihr es sonst macht. Ephadaios kann auch immer noch auf seinen Schutzgeist zurückgreifen, wenn er sich da nicht dumm anstellt. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es auch so, Frosty, oder hast du es geändert, dass ausgegebene Shippies trotzdem noch verbrannt werden können. Ja, das habe ich ja gesagt. Ah. Es sind ja jetzt 4 sind ausgegeben und ihr könnt trotzdem 5-mal jetzt verbrennen. Genau, aber das Verbrennen möchte ich ganz gerne individuell haben. Also ob ich jetzt einen Punkt verbrenne, möchte ich ganz gerne selbst entscheiden. Ob für mich oder für andere, aber dann müsste ich selbst entscheiden. Klar. Aber haben wir da nicht noch 6 übrig, wenn noch einer übrig ist? Nee, weil Yalan seinen schon mal verbrannt hat. Der hat schon mal den Tod verhindert. Der wird in ein paar Folgen wird er wieder regeneriert. Das passiert dann, wenn er lang genug überlebt hat. Dann kann er wieder dumme Heldenharten machen. Aber zurzeit ist er verbrannt und wartet darauf, dass er regeneriert wird. Ich meine nur, der eine, den wir jetzt übrig haben, der ist quasi nur für ein verkacktes Talent. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache einen Patzer im Kampf und würde mir damit das Bein abhauen, dann würden alle anderen sagen, darf ich nochmal würfeln. Ja, genau. Oder Versteckenprobe 20-20-20 und du kommst halt mit einer riesigen Lawine nach unten, stehst dann halt da vor den Leuten. Dann kannst du halt die 20-20-20, kannst du abfangen, kannst nochmal neu würfeln. Also der ist noch übrig quasi für die Gruppe. Für die Gruppe, für ganz normales Würfeln, genau, alles klar. So, dann haben wir beide Zahns entfernt. Herzlichen Glückwunsch, es bleibt ein Chippy im Pool, 5 Rest zum Verbrennen. Dann beginnen wir. Darf ich noch eine Frage? Ja, letzte. Du hast den Schutzgeist von mir angesprochen, dass der in dummen Situationen nicht triggern würde. Hast du das mit vom Schicksal begünstigt verwechselt? Kannst du gerne nochmal nachlesen? Können wir uns nochmal angucken? Was steht denn da? Vom Schicksal begünstigt rettet immer aus einer lebensbedrohlichen Situation, wenn man nicht selbst dafür verantwortlich ist, dass man sich herbeigefördert. Und Schutzgeist kann man immer einsetzen, rettet aber prinzipiell nicht das Leben, sondern man kann eine Talent- oder Eigenschaftsprobe wiederholen, beziehungsweise um ASP-Punkte verbessern. Ja, genau. Also du kannst halt auch alle ASP verbrennen für irgendwas anderes Blödes, was du getan hast oder was nicht gelungen ist. Aber ich würde dir da jetzt auch zugestehen, dass du dann eben den Tod damit verhinderst, wenn es halt, wie gesagt, nichts Dummes ist. Okay. Also wenn du jetzt in die Axt vom Belal-Hageweiden reinläufst, dann halt nicht, aber... Und was Dummes entscheidest du dann spontan? Genau, das mache ich von der Situation abhängig. Wenn er einen Ork angreift und ihn in den Brunnen zieht, dann ist das halt dumm. Oder wenn er von einer Palisade runterspringt in den Speer eines anderen Orks, dann ist das halt auch dumm. Dann lasse ich das nicht zu. Aber wenn er halt gerade irgendwie beim Weglaufen ist und Verstecken hat nicht gelungen und Schleichen ist nicht gelungen, dann ist das halt Pech. Das ist halt dann Spielleiterwillkür und die Armbrust trifft dann halt doch nicht. Gut,